Willkommen zurück. Eine neue Folge Tiny Tactics. Wir haben in der letzten Folge diese Mission hier abgeschlossen, Level 2b. Und heute geht es weiter mit dem nächsten Kristall. Und das ist Level 02a. Wir sollen 4 Racer Units hier reinbringen. Das Feld scheint mir länger zu sein, aber dafür schmaler. Okay. Ich hatte gesagt in der letzten Folge, wir wollen das mal direkt auf Nightmare probieren, weil wir in der letzten Folge so dominant waren gegen den Gegner. Mal gucken, ob es funktioniert. 13 normale Wellen und 7 Bosswellen gibt es hier. Könnte schon eine Herausforderung sein. Razor Buff haben wir ja auf unserem Bounty Hunter. Und wir können jetzt häufiger rerollen. Wir nehmen aber auf jeden Fall den Unholy mit. Wir nehmen auch den Razor mit. Und wir haben noch einen Razor. Ist hier noch was Sinnvolles? Nö, erstmal nicht. Hier auch nicht. Und hier ist auch erstmal nichts Sinnvolles. Razor gibt es auch mächtige Einheiten später mal. Wo schicken wir die Gegner lang? Wahrscheinlich wäre, also am wahrscheinlichsten ist dieser Weg hier. Die Frage ist, dann haben wir sehr viele Sachen, die ungenutzt sind. Man kann aber auch diesen Weg hier gehen. Werden wahrscheinlich beides die gleichen Anzahl an Felder sein. Einmal haben wir sie ganz lang gestreckt, unsere Einheiten. Und quasi nur die beiden Reihen hier applied. Und einmal haben wir immer so Zweier-, Dreier-Sachen. Die Zweier-, Dreier könnten für so einen wie ein Gunner wieder besser sein. Ne? Ich glaube, wir werden das mal so spielen. Jetzt am Anfang. Ja, Unholy, der applied den Buff. Und die beiden sind Razor, die müssten das eigentlich wegnuken. Sollte funktionieren. Na? Lässt man hier nichts durch. Oh. Das fängt ja schon gut an. Da kommt schon einer durch. Komm, da fangen wir gleich nochmal von vorn an. Ihr seht. Mythic ist schon was anderes. Von vorn anfangen heißt, wir haben auch andere Möglichkeiten, hier was zu bekommen. Der hier, 0,6er Speed, 31. Oder eher er. Ich glaube, ich nehme ihn mit rein. Ranges an sich sind eigentlich ja nicht schlecht. Das Spectra ist besser als Slayer Aqua, weil die werden wir eh nicht voll kriegen in dieser Runde. Okay. Wir machen das jetzt hier anders. So können die viel mehr angreifen als vorhin. Gut, das hat wunderbar funktioniert. Wir wollen mehr Razor, aber auch die Demise. Die ist richtig gut. Dann brauchen wir ihn schon mal nicht in dem Zusammenhang. Die Zynade könnten wir uns aufheben und hätten hier dann noch einen Razor und hätten schon mal einen 4er Razor Buff. Okay. Wie wollen wir die jetzt hier positionieren? Wir haben jetzt eigentlich schon genügend, um die hier rüber zu lenken. Würde ich fast sagen. Razor, Razor Spectra.
Die machen sich nichts aus, die zwei. Dann lenken wir die demnächst dann wieder hier hoch. Die Demise kann alles treffen, passt. Okay. Dann würde ich sagen, Tsunade und der Ranger. Oh. Nee. Umdenken. Moment. Razor können wir uns doch später noch holen, ne? Ach guck, der ist doch selber Razor. Damit haben wir doch schon den 4er Razor Buff und brauchen den nicht mehr. Ihn definitiv hier hin. Die Demise dann hier dahinter. Frage ist, brauchen wir ihn noch, um den Buff zu applyen, wenn er sowieso schon da ist und schießt. Obwohl die noch so langsam sind. Ne, können wir ihn schon mal da lassen. Der Gunner ist der nächste Unholy. Ich gehe davon aus, Spectre lassen wir wegen der Demise, aber den nehmen wir weg und holen uns den Gunner. Ich gehe davon aus, dass wir den Razor Buff uns noch gönnen können. Am Ende. Der Gunner schießt dann hier. Die Demise schießt hier. Das sieht gut aus. Den Gunner platzieren wir mal so. Dann trifft er mehr. Die Demise trifft eh hier alles. Okay. Dann kommt noch hier einer hin. Dann gehen die alle um den Gunner so rum, dass er alle 10 Felder trifft. Wow. Gut. Spectre, die Nyx als nächstes. Alles klar. Pfad ist geebnet. Jetzt will ich was sehen hier. Ja, 3 Kills. Schade, das war nicht er. Aber hier hat er jetzt 5 Kills. 7 Kills. Ja, 9 Kills in der ersten Runde, das kann sich sehen lassen. Wir haben wieder die Taverne zur Verfügung. Bounty Hunter, die Laurel nehmen wir mit. Jetzt können wir leider uns die Nyx nicht mehr leisten. Das macht aber nichts, dann lassen wir das einfach so. Die werden gar nicht bis zur Laurel kommen. Eigentlich können wir es auch hier hingeben. Er würde ja eh den Buff draufhauen. Machen wir das mal so. Und 10 Blobs. Ja. Los geht's. Gesichert haben wir. Derzeit haut die Demise alle um mir. Das gefällt mir ja gar nicht. Ah, er hat seinen Kill. Die Verlangsamung hat ihm noch den Kill beschert. Das war gut. Nix wollten wir haben. Die Statue nützt uns jetzt nix. Nicht nix, sondern nix. Wir könnten ihn noch nehmen, schon mal für den Razor Buff als Vorsorge. Und der Scout ist auch nicht schlecht. Okay, dann ist der Scout weg, weil wir den Gunner aufwerten. Wir haben hier Scout Razor dann noch. Das locken wir mal, dass wir die Razor auf jeden Fall sicher haben. Wir haben sie auch durch den Assassin sicher, aber den können wir ja später austauschen. Wir haben hier 2 Razor automatisch. Wir haben dann einen Razor Scout. Ja, Moment, dann kann ich den auch gleich so nehmen und kann wieder rerollen. Ist doch viel besser. Okay. Den Razor Scout. Wir platzieren sie trotzdem erstmal alle hier. Unsere Fernkämpfer kommen jetzt hier schon mal hin. Ah, okay, da gehen sie da lang.
unsere Nahkämpfer können weiter nach hinten rücken. Genau. So, Razor Buff haben wir 4 Stück, sind 35% der maximalen Hitpoints, dann kriegen sie Attack Damage Buff. Unholy haben wir jetzt auch schon 5. Mit unserem Top DPSler, das dürfte der Gunner derzeit sein. 5 große Blobs. Die laufen leider so, so weit weg voneinander, dass die den Unholy Buff nicht übertragen. Aber das macht nichts. Wie viele Kills haben wir? 12, 3 und 17. Das funktioniert doch noch ganz gut. Schade, dass hier ein Busch ist. Mal hiervon irgendwas? Nö. Wir nehmen mal einfach die Zynade mit, falls wir sie doch verwenden, wenn nichts Sinnvolleres jetzt kommt. Ja, Bounty Hunter. Und noch ein Bounty Hunter. Okay. Also die Zynade geht erstmal auf jeden Fall weg. Und wir tauschen schon mal den Rune Knight aus gegen Kronos. Weil 5 Unholy braucht man eh nicht. So. Hier platzieren. Die Demis. Jetzt hier platzieren. Der Kronos. Kronos wäre. Ja, hauen wir hier noch mit hin. Geht's für euch hier so ein bisschen nach hinten. Lassen sie dann noch mal hier rum und hier rum laufen. Okay. Das sieht doch gut aus. 10 Pflanzen. So, unser Garner fängt an zu fackeln. Ja, der Razor Buff in Kombination mit Unholy, also der ist schon bärenstark in dieser Kombinationstechnik. Wir könnten ihm sogar die Scout-Statue geben, dann kann er sogar noch weiter schießen. Oder wir wechseln die so hin und geben der Skylla wieder die Scout-Statue. Ich glaube, das ist sogar noch besser, weil er kann sowieso wieder quasi alles treffen, bis auf die ersten zwei Felder, und da stirbt eh noch nichts großartig. Und wenn es stirbt, dann stirbt es durch die Bounty Hunter eh, von daher ist es kein Problem. Und jetzt ist er noch Stufe 2, dann macht er ja noch mehr Damage. Sehr gut. Er ist auch Stufe 2 jetzt. Diesmal brauchen wir Project Beta, denke ich nicht. Ja, das heißt jetzt erstmal gerade nur Aufwertungen. Demnächst sollten wir trotzdem noch gucken, dass wir noch ein paar weitere Tower bekommen, um die Gegner noch besser zu vernichten und den Weg zu verlängern. Missing Health, ne? Ja, Missing Hit Points. So, das ist doch was Feines hier. Schon Silber und noch eine mit dazu. Das heißt, wir können die hier noch mit hinstellen. Oder wir machen Doppel-Action hier am Anfang. Ja, dann hat die auch gar nichts mehr zu tun. Die Demis stellen wir jetzt hier hin und ihn hier.
Und dann haben wir hier noch drei Stück zur Auswahl. Unseren Sifu für mehr Unholy Damage. Ich warte mal auf Stärkere. Erstmal hier schauen. Oi. Damit ist es schon Gold. Jetzt können wir auch den Sifu mit hinstellen. Der Subjugator wäre für die nächste Runde noch reserviert. Ja, den Sifu hier mit hin. Dann kann er wieder diese beiden Reihen zurückwirbeln. Sehr schön. Dann dürften wir eigentlich alles haben. Gesperrt ist es. 20 Pflänzchen. Ja, die Skiller müsste jetzt hier voll durchziehen, wenn sobald sie irgendwie hier. Ja, alles doch. Feuerwerk ist halt tot, ne? Und der Thorak macht halt den Rest. Als Finisher plus Unholy Buff. Jawohl. Die beiden, die drehen durch. Da ist nicht mehr viel mit Gegner. Zumindest derzeit nicht. Okay, Subjugator. Bahomet. Welche Überraschung, dass wir den nehmen. So, und jetzt könnte man hergehen und könnte sagen, okay, wir haben hier einen Razor Scout und Razor Spectre. Vielleicht können wir irgendwie den mit integrieren, weil der hat auch Razor Buff. Wir sperren das erstmal, weil wir die beiden natürlich hier hernehmen. Unser Bahomet. Tja, der müsste eigentlich... Eigentlich müsste er hier hin, um alles zu slowen. Eigentlich hier hin, ne? Aber das macht keinen Sinn. Hier wäre er sinnvoll für den perfekten Slow. Unser Kronos muss dann quasi noch da ausweichen. So. Hier haben wir noch einen Nahkämpfer und die beiden gehen erstmal hier hinten hin. Wir haben wir drei Scouts, eine steht schon im Busch. Zwei haben wir noch zur Auswahl, das heißt, wir haben insgesamt noch drei freie Plätze. Ja, für ihn wäre noch ein Platz möglich und dann schauen wir mal weiter. Gut, fünf große Blobs kommen. Derzeit noch kein Slow auf unserem Bahomet, aber wir sind auch erst in Runde 9 und haben eine Level 3 Skiller plus einen Bahomet. Ich glaube, hier dürfte nichts mehr groß anbrennen. Außer wenn der Gunner wieder sein Feuer zündet, dann brennt natürlich einiges an. Ja. Er war stets bemüht. Gut. Ja, dann nehmen wir den Amarax mit rein für den Razor Buff. Stufe 4. Viel stärkere Razor gibt es halt nicht. Ein Resonator können wir wieder aufwerten. Machen wir auch. Wirbelsturm Verstärkung. Wir haben noch die Möglichkeit, Nova auf Stufe 3 aufzuwerten. Damit können wir unseren Subjugator schon mal in den Busch stellen. Als letzten Slow. So. Und haben jetzt den längstmöglichen Weg schon mal fertig gemacht. Was kann der? Er haut allen Gegnern auf der Map, die nahe des Todes sind, 100% Angriffsschaden rein. Und für einen Stern macht er das bei Gegnern 20% mit 20% oder weniger maximalen Hitpoints. Ansonsten hat er noch den Razor Buff, der ja auch nochmal mehr Schaden raushaut, je lower die Gegner sind. Also das ist, denke ich, ganz gut. Wir können den Frostbuff noch nicht draufsetzen, macht aber nichts. Der Baumstamm ist eh von sich aus schon langsam
und wird garantiert dann auch nochmal zurückgeportet durch Sifu. Mal gucken, wann. Am besten jetzt. Komm, noch deine Fähigkeit. Oh ne, er ist außer Reichweite. Das ist ein bisschen schade. Aber er kam trotzdem nicht weit. So, Level 2 Baromet, weil wir es ja können. Dann setzen wir auch die Frostrune gleich drauf. Dann sind wir komplett sicher. Jetzt können wir den auch noch aufwerten. Der hat halt leider nur eine Reichweite von 2. Wir setzen den mal ein bisschen weiter vorne hin. Hier hinten dürfte eh nichts hinterkommen. Wenn was hinterkommt, haben wir es quasi verloren, weil hier hinten ist kein Schaden mehr. Haben noch einen freien Platz, falls wir den aufwerten könnten. Ne? Also Hauptschaden ist hier in diesem zweiten Quadrant. Die Skilla hat eine Reichweite mehr. Wenn wir die Statue nochmal aufwerten, dann kann die hier bis hier auf jeden Fall schießen. Die dreht recht durch. Bounty Hunter, wir kriegen noch unseren Apophis 1. Dann haben wir unsere 6 Bounty Hunter wieder. Der arme Kronos wird wahrscheinlich nie wieder was zu tun bekommen. Apophis würde ich gerne noch einen Ticken weiter vorsetzen. Das eigentlich ganz gut funktionieren. Jetzt haben wir doch bestimmt noch, ja, wir haben hier noch einen Scout, den wir noch irgendwo hinsetzen können und ihn hier ans Ende. Okay, Rollen, was gibt's hier noch so Feines? Können wir noch irgendwo was verbessern? Normal hätten wir ihn gar nicht gebraucht, ne? Und die anderen Razor will ich nicht rausnehmen, weil das sind Bounty Hunter. Beziehungsweise ist ein Scout, da brauche ich nicht rausnehmen. Also haben wir effektiv nur diesen einen Platz noch übrig. Wir könnten Spectre nochmal erhöhen. Würde mehr Schaden machen, gerade von unserem Bahomet. Über einen Abradan zum Beispiel. Das könnten wir dann noch machen, ja. Okay, erstmal 15 Blobs. Gott, sind die langsam. Eieiei. Jetzt wollen sie Turbo einlegen, weil die Male gerade die Markierungen ausgelaufen sind. Dafür werden sie jetzt erstmal schön zurückgeportet. Ja, das läuft. Das läuft. Wer macht hier Schaden? Skylla und Bahomet derzeit. Der Gunner macht gar nicht so viel in diesem Level. So, ihn nehmen wir mit. Quinn Long. Wir haben jetzt, hätten mit ihm dann Devoted und durch ihn noch Mage, können wir mitnehmen. Die Frage ist, was wir dafür rausgeben. Ich glaube, wir nehmen es mit und wir hauen doch den wieder raus. Gibt einfach bessere Champions. So, und den Abradan hier hin. Kann er schon noch ein bisschen was zurückporten. Okay. 6 Bounty Hunter, 6 Unholy, 4 Razor, 4 Spectre. Subjugator haben wir auch. Ein Scout wäre noch nicht schlecht, wenn wir den noch bekommen. Aufwerten. Hier haben wir noch einen Scout. Egal welche Qualität, Hauptsache mehr Reichweite. Scout Lancer ist natürlich besser. Nehmen wir den noch mit. Kann man alle mit reinstellen. Scouts kannst du am Ende nie genug haben. Am Anfang sollte man nur auserwählte Scouts nehmen. Und am Ende kann man die
die Scouts einfach so nehmen, dass man alle Felder außen noch gut bestückt. Der beste Scout ist definitiv hier der Subjugator, meiner Meinung nach. Am zweitbesten würde ich dann schon die Statue hernehmen. Was auch gut ist, ist halt der Lancer, der macht einen guten Schaden. Aber ansonsten gibt es halt nicht viel bessere Scouts jetzt gesehen. Gibt auch keine hochwertigen Scouts, wenn ich das recht entsinne. Die letzte Statue ist hochwertig, aber die ist halt scheiße. Nur um einen Statuen-Buff zu applyen, wenn man auf 4 Statuen gehen möchte. So. Ah, hier geht's los mit dem Aufwerten. Das ist schön. Ja, viel mehr braucht man jetzt eigentlich nicht. Wir rollen jetzt nur noch fürs Aufwerten. Wir haben unsere Kombination gefunden. Wir haben noch 1, 2, 3, 4 sinnvolle, die wir 5 sinnvolle, ne 4 sinnvolle, die wir auf Stufe 2 aufwerten wollen. Wer ganz zurückgeportet wurde, hatte schon die wenigsten Lebenspunkte, vorhin ganz am Anfang war. Kommt noch der Wirbelsturm? Ne, diesmal nicht. Was ich noch nicht so richtig rausgefunden habe, ist, wann die nur, jetzt kommt der Wirbelsturm, wann die, was das für ein Timer ist, bezüglich des, der Fähigkeiten, die sie einsetzen. Klar, manche werden getriggert durch Lebenspunkte und so, aber gerade bei dem Sifu weiß ich nie, wann er seine Fähigkeit jetzt nur einsetzen wird oder nicht. Das scheint wahrscheinlich randommäßig ausgewürfelt zu sein. Oh je, ist der arme Baumstamm langsam. Also ich glaube, mit Bounty Hunters kann man nichts verkehrt machen. In Kombination mit dem Unholy Buff und guter Positionierung kann man, sobald man die Frostrune applied hat, hat den einfach weggesperrt, ne? 23.000 Schaden gemacht. Sobald man die Frostrune bekommen hat, kann man hier locker flockig dann durchmetzeln durch die Gegner. Hui. Wir haben wieder vieles vorbereitet auf Stufe 3. Mal gucken, ob wir das alles so erfüllt bekommen. Was ich gut finde an den Bonusaktionen, ist, dass man sich dann halt auch mit den anderen Champions so ein bisschen beschäftigt, weil ansonsten merkt ihr ja, man spielt am Ende immer wieder das Gleiche, weil es halt am stärksten ist, um durchzukommen. Aber mit den Bonusaktionen wird man dann halt auch mal gezwungen, was anderes auszuprobieren, um hier Vielfalt ein bisschen reinzubekommen. Aber sie sind schon weitergekommen, ne? Ich bin gespannt. Jetzt kommen nämlich gleich 15 Blobs. Wir konnten wieder 2 Leute aufwerten auf Stufe 2. Hier am Anfang auch noch sehr langsam die Blobs, solange sie die Markierungen drauf haben. Dann braucht der Bahamut immer ein bisschen, bis er sie wieder drauf genommen hat, nachdem er seine Fähigkeit eingesetzt hat. Ja, die haben jetzt hier noch ziemlich viel Leben hier. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. War ich zu arrogant? Kommen hier welche durch. Der eine wurde zurückgesetzt, das ist gut. Aber der andere Blob hier hinten, da hat noch einen Mark drauf gekriegt. Da hat man nochmal Glück. Der ist weggesperrt worden. Also das war schon richtig eng jetzt.
Das war richtig eng. Ja, Level 3, der macht auf jeden Fall Spaß. Aber wir können hier nichts aufwerten. Wir müssen jetzt sowas wegschmeißen. Die Frage ist, was? Der am wenigsten Schaden macht wahrscheinlich. Laurel, Apophis, Garner, die nehmen sich alle nicht viel. Quinlong. Kronos macht am wenigsten Damage. Gerade weil es ja viele Gegner sind, die jetzt sicher kommen. Aber wir hätten noch einen Roll gehabt. Ich bin ein Dödel. Okay. Die Frage ist, wollen wir sie jetzt schon aufwerten und dafür was opfern? Wir könnten natürlich. Ja, der Scout erstmal weg und den Bahomet schon mal auf Stufe 3. Der sieht jetzt richtig, richtig böse aus. Mit seinen roten Hörnern. Okay. Mit Stufe 3 sollte der so viel Damage machen. Ich glaube, da kommt jetzt überhaupt nichts mehr. Also es kam ja bisher nichts durch, aber ich glaube jetzt, die haben jetzt ein ganz schlechtes Leben. Die Heilung natürlich schon denen arg hilft. Aber hier hinten ist dann Schluss, ja, der Baumi mit seinem Dot, ne? 30.000 Damage. Da ist nicht mehr viel. So. Jetzt haben wir auch noch Stufe 3 Apophis. Subjugator können wir noch mal hier hinstellen. Jetzt können wir uns einen Kronos noch mal holen. Ja, die Statue, die brauchen wir echt nicht. Die ist Goldverschwendung. Okay, er ist auch auf Stufe 2 aufgewertet. Macht er eigentlich nicht mehr Sinn, wenn wir ihn hier hinstellen? Trifft er mehr Ziele, ne? So. Okay. Fünf Baumstämme und dann kommt noch einer als Abschluss. Das heißt hier mehr Einzelschaden, der gefragt ist. Da ist die Skylla gut in Einzelschaden. Je langsamer die Gegner sind, umso mehr verbrennt der Gunner dann auch. Und die sind hier so schön geknubbelt. Diese Verlangsamung von beiden Subjugatoren ist natürlich krass. Der eine wurde einfach an den Anfang wieder zurückgeportet, der darf die ganze Strecke jetzt nochmal machen. So. Der arme Kerl hat einfach nochmal von vorne angefangen. Was wollen wir denn aufwerten? Auf Stufe 3. Wir hätten zwei Bounty Hunter als Möglichkeit. Da haben wir den Kronos bekommen. Da bleibt auch da stehen, wegen Max Leben und so. Die Nyx wäre noch möglich. Der Thorak. Mal gucken, was so kommt. Ja, Garner. Komm. Warum ist der Garner jetzt eigentlich mit weißen Schleier? Weil wir haben ja eigentlich eine Stufe 3er. Interessant. Kommt nochmal ein Garner? Ne, leider nicht. Dann hauen wir den mit dem meisten Gold erstmal raus. Die Nyx, Stufe 3. Dann sie. Ja, Thorax. Aha, wir haben genau die richtigen bekommen. Man kann auch mal Glück haben. Aber ihr könnt mal in die Kommentare reinschreiben. Kann man mehr als Stufe 3 applyen? Gibt es eine Stufe 4? Wenn man wirklich genügend von den Towern bekommt, hat das jemand schon mal erreicht? Wäre interessant zu wissen. Und wie sehen die dann aus? Meine Stufe 3 ist Gold schon richtig groß. Wären die dann übergroß oder so? Keine Ahnung.
müsst ihr schon ordentlich Damage zimmern, ne? Um den irgendwie niederzumetzeln. Also der hat ordentlich Hitpoints noch. Aber er wird in die Richtung von Kronos kommen und der kann ne finishen. Beziehungsweise wird er vorher einfach vom Apophis weggepackt. Easy peasy. Einfach eingesperrt in die Kiste. Deckel drauf. So ist das im alten Ägypten mit dem Anubis. So. Dann haben wir die 4 Horizer Challenge auch geschafft. Und das gleich als Albtraum-Schwierigkeit. Ich würde sagen, wir spielen jetzt direkt im Albtraum weiter. Wir werden ja hierdurch immer stärker. Die Frage ist, wollen wir jetzt mal hier die Kristalle kaufen? Wir können die ja wieder verkaufen, wenn wir die 6 Kristalle für die Taverne haben. So lassen wir es aber nicht ungenutzt. Dann würde ich sagen, schnellere Angriffsgeschwindigkeit 45% und gegebenenfalls hier den Battle Cry, dann kriegt jeder 5 Angriffsschaden dazu. Die werden wir uns in der nächsten Folge einfach mal ansehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es zur nächsten Herausforderung geht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.